Montalo und willkommen zurück zu RimWorld. Ich habe heute einen regnerischen Tag, hier muss ich zugeben. Ich muss mal gucken, wir sind ja jetzt zu fünft. Paulsen ist ja auch da. Und gut, langsam werden die Sachen eingelagert, das ist schon mal schön. Das kann nicht verrotten. Nein, gut. Müssen mal gucken, was hier alles verrotten kann. Das Blöde ist, dass Gonzales mir hier die Energieversorgung zerschossen hat. Ist dann aber auch schwer. Gonzales, der macht mir echt Probleme, muss ich zugeben. Ich hoffe mal, dass der... Der beruhigt sich nicht. Der wird... Das gibt's doch nicht. Er macht schon Entspannungskur und sowas, aber es kriegt halt die Krise. Problem ist... Der ist immer noch auf Psychit-Entzug. Ich dachte, dass es langsam runtergeht. Es war schon bei 20 und jetzt... Jetzt ist es aber 35. Da muss ich mal schauen, ob ich den vielleicht doch irgendwann entlasse. Weil der zu hardcore ist. Der ist an sich ein guter Arbeiter. Aber ich will eigentlich auch keinen haben, der hier Psychit braucht und so einen Murks. Das ist ein bisschen doof. Da muss man schauen. So, hier für die Tiere habe ich schon mal vorbereitet. Wir müssen allerdings auch Tiere zähmen. Ich glaube, das konnte nur Mauser. Oder wer konnte das nochmal? Tiere Stufe 4. Müsste eigentlich gehen, ne? Jetzt gehen sie natürlich alle schlafen. Wo waren denn die... Hier. Der hat das, glaube ich, schon probiert, aber... Der muss das auf jeden Fall nochmal probieren. Da muss ich Mauser, glaube ich, noch für abstellen. Was ist denn bei Arbeit hier? Gonzales ist noch am Arbeiten. Darin ist er gut, muss ich zugeben. In den Arbeiten, aber... Mauser ist in Tierpflege auf 3. Das muss ich mal runterstellen auf 2. Ich muss mal schauen, dass der andere Sachen dann eher nicht so macht. Muss mal gucken. So, Mauser, es geht los. Du musst mal zähmen hier. Oh Gott. Na, komm schon. Versuch mal den zu zähmen. Wir wollen ein paar Felle kriegen hier, dass wir mal ein bisschen Geld reinkriegen auch. Und immer so zu sehen, dass wir mal ein paar Statuen kriegen. Wie sieht das eigentlich aus mit Handwerk? Dinge Arztplex fertigen mit Raffinerie, synthetisiere Drogen, Steine bearbeiten, schmelze Dinge ein. Ja, Steine bearbeiten ist eigentlich richtig. Wo ist denn Mauser jetzt? Dass die Energieversorgung so knapp ist, ist natürlich jetzt echt Mist. Oder ich muss echt eine Expedition in ein anderes Gebiet machen. Das Blöde ist, das will ich eigentlich noch nicht, weil das ist halt auch so eine Sache. Aber wir brauchen... Wir brauchen Teile. Es kommt hier auch nichts mehr runter. Kein Weltraumschrott und nichts. Mauser macht wieder alle möglichen Dinge, nur nicht das, was er machen soll. Ne? Was ist denn? Kochen ist auf. Kochen ist auf 1, okay. Das ist eigentlich ein bisschen doof, weil Kochen hat Priorität, dann kocht er erstmal nur eine Runde. Wie sieht das eigentlich aus? Wie viel kochen muss er denn noch? 50, ach du Schande. Wen könnte ich denn mal auf Expedition schicken? Gonzales? Müsste ich mal gucken. Forschung abgeschlossen, Solarzellen. Okay. Aber Solarzellen brauchen ja auch wieder Dingens, ne? Strom? Ja, Bauteile brauche ich. Bauteile sind echt ein Problem. Forschung ist fertig, da werde ich mal was Neues forschen. Und zwar... Überlebensration, stille Materialien, Hydrokultur, Schmieden. Geschütztüren wäre nicht schlecht, dann werde ich mal das hier machen. Problem ist, ich brauche die ganzen Sachen halt leider. Oh, Bäume pflanzen wäre nicht schlecht. Ich brauche leider noch Baumaterialien, dann muss ich. Ich muss eine Expedition starten. Was in Gottes Hall ist denn für Bio? Endkampf, aber der hat keine Waffe. Das wird natürlich interessant. Weil ich keine Waffe habe und ich will die Waffen eigentlich auch nicht weggeben. Paulsen ist Nahkämpfer. Naja, mehr oder weniger. Geistige Arbeit. Er ist handwerklich halt noch gut, ne? Ich schicke Paulson und Gonzales weg oder schicke ich Zack weg? Ne, Zack kann noch heilen. Ja, muss ich euch beide wegschicken, geht nicht anders.
Das wäre so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Die Welt. Gucken wir mal. Generieren wir die Welt mal. Und schauen mal. Wir sind hier. Das ist unsere Dingens. Und ich guck mal, ob ich hier nebenan eine Expedition starten kann. Kann ich da mal nachgucken? Gelände. Schiefer, Sandstein, Marmor. Temperaturen sind auch nicht gerade warm. Bären gibt es. Da könnte ich gucken, was gekauft wird. Ich würde eigentlich gerne da mal hingehen. Kann ich da hingehen irgendwie? Tüt, 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 tüt. Wo waren das nochmal? Ich kann der Expedition ist ziemlich weit weg hier, ne? Irgendwo anders hin. Blaue Höhle. Die sind auch neutral. Karawane erstellen. Und zwar machen wir. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen hier. Gonzales schicken wir rein. Würde ich sagen, ne? Gonzales geht und Paulsen muss gehen. Ihr beide. Ihr habt natürlich keine Fernkampfwaffe. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Aber anders geht's nicht. Ihr seid die einzigen beiden, die das machen können. Dann gibt's noch was zu futtern. Mahlzeit, muss ich mal gucken. Wie viel Mahlzeit braucht ihr denn? Nahrung 0,5. Verdippt in 2,3 Tagen. Ja, dann gibt's 8 Stück. Das wird schon hinhauen, hoffentlich. Die muss Karawane in eine Richtung. Achso. Route wählen. Wir wollen dahin. Also im Endeffekt nur nebenan. Noch ein oder mehr Wegpunkte hinzufügen? Nein. Dahin. Essen ist genug da. Ja. Ich hoffe, die können das auch abbauen. So. Okay, dann müssten die sich jetzt auf... genau. Die machen sich jetzt auf den Weg. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass die da ein bisschen was finden. Gonzales müsste ja hoffentlich abbauen können. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeguckt, die Intelligenzbolzen. Bitte sag mir, dass du das abbauen kannst. Bergbau 1, großes Kino. Und du hast Bergbau 4. Ja gut, dann muss der Chirurg das leider machen. Die groben Arbeiten. Karawane ist unterwegs, alles klar. Oh, Karawane ist schon da, okay. Dann gucken wir mal. Kann ich da... Ich kann besiedeln oder ich kann teilen. Ne, teilen will ich gar nicht. Kann ich da nicht irgendwie... ja, besiedeln ist auch doof jetzt, ne? Besiedelt das Gebiet, deine Kolonisten werden das Gebiet betreten und du kannst anfangen, hier ein neues Zuhause aufzubauen. Die Aktivisierungen können nicht direkt aneinander angrenzen. Ja, das macht Sinn. Das ist ja jetzt doof. Ich dachte, ich kann hier noch ein bisschen was abbauen, aber das geht teilweise nicht dann. Beim letzten Mal hatte ich einen besseren Platz. Da hatte ich genug Ressourcen, um was zu bauen. Ja, da muss ich die Karawane weiterschicken, ne? Kann ich denn hier vielleicht hingehen oder so? Muss ich mal gucken. Karawane teilen bringt mich jetzt auch nicht weiter. Was mache ich denn mit euch jetzt? Jetzt geht das schon wieder los. Tagesrationen sind da. Ich brauche aber Ressourcen eigentlich. Ich hatte gehofft, dass ich da Ressourcen holen kann. Das geht nicht. Wie kann ich denn die Karawane wieder zurückholen? Karawane erstellen, aufgeben. Ich könnte das zu Hause aufgeben. Okay, das habe ich bisher auch noch nicht gemacht, muss ich zugeben. Aber ich habe mich da schon so gut etabliert, das würde ich eigentlich ungern. Können zusammengefügt werden, solange sie nah beieinander sind. Okay, dann ich will jetzt eigentlich... was mache ich denn jetzt? Die haben nur Mahlzeiten dabei. Das ist jetzt ein Problem. Wie mache ich denn das jetzt? Tja, ich kann hier nichts auswählen, ne? Hier kann ich was auswählen. Normalerweise kann man hier immer sagen, zurückgehen. Karawane aufteilen will ich eigentlich auch nicht. Sichtbarkeit 36%.
Die Karawane teilen will ich eigentlich nicht. Kann ich euch zurückschicken? Kann ich nicht. Das ist ja jetzt doof. Jetzt habe ich sie dahin geschickt. Die campieren ohne Schlafsäcke. Das wird natürlich ziemlich hardcore. Ausrüstung. Kann ich euch zurückschicken? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe bisher immer, wenn ich irgendwo was gehandelt habe, eigentlich die Leute zurückgeschickt. Aber das geht hier gerade nicht. Das ist ja doof. Jetzt habe ich die weggeschickt und ja. Da muss ich nochmal schauen. Das ist ja jetzt doof. Das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Wo ist Mauser eigentlich? Mauser hat sich schwer schlafen gelegt. Zählt der hier eigentlich überhaupt was? Das wird natürlich hardcore. Jetzt im Winter campieren. Vier Jahreszeiten gibt es. Ich kann ihn nicht zurückholen, ne? Ich würde euch gerne zurückholen. González ist aber auch leicht. Ich kann da nur draufklicken, aber mehr nicht. Was hat er denn für ein Bedürfnis? Beziehungsweise, wie geht's den beiden? González geht schlecht. Wegen Entzug. Der ist schon bei 81%. Okay, Bewusstsein ist 80%. Wenn er natürlich hier Amok läuft, ist hier nur der Mann. Ich würde euch gerne zurückholen. Kann ich hier. Ne, erstellen. Erstellen will ich die nicht. Wieso kann ich euch nicht zurückschicken? Oh oh. Oh oh. Lauf, Junge! Oh oh. Lauf, lauf, lauf! Das sieht nicht gut aus. Oh. Der liegt gleich, ne? Ne, er ist nur geprellt, okay. Ich hoffe nur, dass du jetzt langsam wegkommst. Das hier, das ist schon eine Katastrophe. Haben wir es jetzt langsam? Ich will das Mach-Volo eigentlich auch nicht angreifen. Oh, nicht gut. Zack, du musst ihn abholen. Das ist nicht gut, die Sachen wieder mitnehmen. Jetzt geht alles gerade ein bisschen runter, muss ich zugeben. Das ist ja schon wieder. Kommen sind die Leute weg, ist hier schon der Not am Mann. Was machst du da? Nein! Was machst du? Wo läufst du hin? Retten? Mitnehmen? Achso, er hat ihn mitgenommen. Ich dachte schon gerade, hä? Was? Los, rein in die Bude. Tür auf! Geh! Was? Es kann mit rein? Okay, dann muss ich jetzt hier. Schießen. Muss das Muffalo kaputt machen, wenn das Muffalo hier am Rumballern ist. Am Rummucken ist. Das haut mir jetzt die ganze Kulissen auseinander. Willst du mich veräppeln hier? Und die anderen beiden sind nicht da. Wahrscheinlich werden die noch erfrieren oder so. Hallo, Sarai. Hier hingehen. Oh Gott. Los, schieß doch! Das wird nichts. Jetzt liegen alle drei hier gleich. Geh ins Haus. Und zwar schnell. Ins Haus. Ins Haus, ins Haus. Was? Der kommt mit ins Haus? Willst du mich veräppeln? Großartig. Jetzt liegen alle drei hier und gehen jetzt drauf, oder was? Ja, in 7 Stunden tot. Du nicht. Du auch nicht. Aber Zack ist gleich tot. Weil ich niemanden habe hier. Oh Mann. Ich kann nicht euch zurückschicken. Ich muss hier irgendwie die Karawane zurückschicken. Wie kann ich die denn zurückschicken? Und vor allem, wie kriege ich den Muffalo oder wie? Dass der so tierisch sauer ist, riecht mich gerade schön auf. Ich kann die Karawane nicht zurückschicken. Ich kann die Karawane teilen, aber ich kann sie nicht zurückschicken. Ja, medizinischer Notfall, ich weiß. Es geht aber leider nicht. Ich würde sagen, Zack wird drauf. Oh oh. Beleidigungstour. Haben sie sich wieder.
Du musst sofort Zack retten, hier. Vergiss das Essen, rette Zack. Und zwar sofort. Ah, oh, verdämmig. Das Muffalo hat Prellung vom Repetiergewehr, aber mehr nicht. Und Mauser? Jetzt schläfst du bei ihm? Nein, warte mal, das geht so nicht. Hier, Mauser. Zack ausziehen. Ich kann Zack nicht wegbringen, oder was? Tragen. Da. Bring dir das mal weg hier. Sarai pennt direkt bei dir. Das ist. Was ist denn schon wieder los mit der Episode hier? Das ist ja eine Katastrophe. Ihr müsst ja schon, das Muffalo, das regt sich ja auch nicht mehr ab. Das Blöde ist, das ist hier in meinem. Ja. In meiner Arbeitshütte gefangen und, das läuft nicht so toll. Jetzt haben wir nur noch 4 Leute. Und meine Expedition ist nicht zurück, beziehungsweise ich kann sie nicht zurückrufen. Ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Normalerweise muss man die auch zurückrufen können. Oder die kommen erst zurück, wenn die Ration zu Ende ist, was aber ein bisschen dumm ist. Ich muss mal schauen, wie das in der nächsten Episode weitergeht. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.